Und damit willkommen zurück zu Northgard. Noch immer müssen wir diese ganzen Tore hier vernichten, schließen. Vor allem schließen. Vernichten ist wahrscheinlich mit eingeschlossen. Ich muss gleich nochmal neue Erfahrungspunkte hier, neues Wissen verteilen. Den Kumpel müssen wir auch umhauen. Hier den guten alten Klumpen Fedrun. Von daher sollen wir das mal machen. Dauert allerdings ein bisschen, bis wir hier oben sind. Von daher, da ist noch ein ganzes Stück Land zwischen uns. Wir müssen das nicht alles einnehmen, aber zumindest erkunden. Und, tja, bisher haben wir hier ein, zwei Tore gesehen. Wer weiß, wie viele da noch sein werden. Zumindest sollten wir die schließen. Vor allem sollten wir auch die Brücke denn hier beschützen. Bifrost. So. Und nein, Bifrost ist leider keine Eisdiele. Fand ich auch ein bisschen schade, als ich das merken musste, aber naja. Hey Rick, wir haben einige Vorräte. Wir haben gerade Vorräte und Jungs aus ganz Northgard bekommen. Aha. Interessant. Ich bin auch jetzt im Limit von den Einheiten, die ich dann haben kann. Naja, sollte ich nochmal welche da rankloppen hier. So. Was hätten wir denn gerne? Mehr Holz wäre natürlich nett. Handel wäre natürlich nett. Machen wir mal mehr Holz. Kriegen wir ein kleines bisschen mehr. Passt. Fedrun muss ruft die wilden Feuerriesen aus Muspel herbei, um Bifrost zu zerstören. Das Problem ist, dass es halt mehr werden. Ja. Dass es mehr Tore werden anscheinend. Von daher, so ewig Zeit lassen sollte ich mir da nicht. Zumindest hier, die sollte ich mal zerlegen. Hat keine Lebensleiste. Mist. Kann ich das Gebiet einnehmen vielleicht? Die haben 100 Lebenspunkte. Okay. Okay. Ich glaube, da komme ich nicht, nicht alleine mit denen hin. Das würde mich ein bisschen wundern. Ha. Ich mache mal ein Fest mal. Wenn sie noch zufriedener sind, dass es noch schneller geht hier. Haus haben sie, ne? Haus haben sie jetzt. Der darf mal. Doch, der darf da eigentlich bleiben. Es geht. Die bauen in dem Feld immer Nahrung mit ab, wo anscheinend auch ein anderes Nahrungslager dann ist. Wo irgendwie was mit Nahrung zu tun hat. Von daher, an der Stelle ist der freie Arbeiter ist noch fleißig. Hier oben würde der. Doch, da würde der das zum Fischer bringen. Hier unten würde der das nirgendwo hinbringen können. Soweit ich das verstanden habe, was man nach ungefähr, keine Ahnung, 50 Folgen von dem Spiel wohl machen könnte, wenn man alle zusammenzählt, ist es schön, wenn man was verstanden haben könnte. So. Aber Steine, hier oben, ich brauche Steine. Ich wollte sagen, wo habe ich denn welche, aber das ist sehr offensichtlich, wo ich die denn habe. Da sind insgesamt 30, ist okay. Hier haben wir noch Eisen, 15. Ist okay. Ah, ich habe ja Krieger, ne? Hier sind jetzt meine Verbündeten. Genau. Mit denen kann ich jetzt zwar jetzt keine Gruppe machen, aber kann es zumindest anders markieren und dann kann ich da mal gegen ankämpfen. Das sind die ganzen Leute, die uns geschickt wurden. Was sehr praktisch ist. Was? Möp. Oh nein, noch ein Tor. Passiert noch was? Ich habe keine Ahnung. So, die klopfen sich. Es zählt alle, okay, das zählt alles zum Gebiet des Feindes. Ich werde angegriffen. Acht, okay. So. Da muss ich gerade mal ganz kurz was machen hier. So, da muss ich mal ein bisschen hier die Typen auch bekloppen. Also ich bevor wir das einnehmen hier. Das ist natürlich totaler Käse. So, das ist ein bisschen schade, dass man die nicht kopieren kann, aber... Naja, müssen wir halt so durch. Es sind immer noch zwei. Ich gehe und ich sage davon aus, dass ich sie halt beseitigen muss, ne? Einnehmen kann ich das Gebiet. 120. Ansonsten müssen wir mal schauen hier. Der Steinbruch muss natürlich auch besetzt werden. Wäre natürlich sehr sinnvoll. Die haben alle ein bisschen Schaden genommen. Das ist nicht gut. Habe ich einen Heiler vielleicht irgendwo? Ich befürchte mal nicht. Ich befürchte mal sehr nicht. Na gut. Und oh nein, die Nahrung. Hä? Ich muss mal kurz ein paar Schafe notschlachten hier. Das geht aber gar nicht. Und warum habe ich hier keine Fischer mehr dran? Wahrscheinlich, weil die eben angegriffen wurden. Was ist das Problem dabei? So, zack. Ahoi. Genau das. Huh. Das war leider noch nicht so erfolgreich hier. Da habe ich den ganzen Batzen Steine, das ist okay. Und ich mache das auch mal frei hier, weil ich echt Heilung brauche. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Tja, muss ich halt einen Heiler bauen. Wer hätte es gedacht?
Diese Schlussfolgerung ist der Wahnsinn. Oh, ich brauche Heiler. Vielleicht sollte ich einen Heiler bauen. So, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Schön. Jetzt erkundet er das da. Warum das denn? Was soll der Quatsch denn? Okay, Besiedlung. Ja, weniger Nahrung zum Besiedeln. Ist nicht verkehrt. Der ist von 160 auf 110 gesunken. Könnte passen. Da kann ich genau gar nichts machen. Und da ist noch der Blaue, der eigentlich mein Kumpel sein könnte, ne, oder? Ne, ich kann ihn angreifen? Hä? Warte mal. Sind das nicht meine Kumpels? Neutrale Beziehung, okay. Dann ist halt neutral. Okay, schwer wurde angegriffen, das ist nicht gut, natürlich nicht. Und ich würde, also im Moment komme ich da echt nicht gegen durch, gegen die Leute, glaube ich. Da muss ich nochmal wirklich hier eine Runde... eigene Leute bauen, fürchte ich mal. Altar der Könige, 300 Holz, 300 Münzen, 10 Stein. Wie immer, alles verdammt. Ich habe noch keinen Hafen, ne? Ich bin sehr erstaunt gerade mal. So ein Langschiffstöckchen. Zack. Ich baue und baue und baue. Aber so richtig schneller kommen die Leute da auch nicht hinzu. Es dauert halt eine gewisse Zeit. Bis der Mede mal wächst. Wenigstens werden die geheilt. Was ist das? Das sind Pilze. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für eine kleine Einheit? Aber ne, sind Pilze. Dezent was anderes. Okay, Steinbruch. Steinbruch ist fleißig, hoffentlich. Der... Na, ich brauchte nicht zwei hinschmeißen. Die 24 Steine werden noch schnell genug abgegrabbelt. Ich brauche zwar ein paar, damit das hier freigeschaltet wird, aber das aber... bis ich das machen kann. Aber... das hat, in dem Sinne hat es ja noch Zeit. Weil das Bevölkerungswachstum hier wieder schneller machen würde. Vielleicht sollte ich doch schneller Holz haben. Zweiter Holzfäller gerade in diesem Gebiet hier kann vielleicht nicht schaden. Holzfäller, bitte. Zack. So. Schickt ihr mir noch mehr Kumpels irgendwo? Irgendjemand? Nee, ne? Noch mehr Unterstützung kriege. Okay, aussenden für... machen wir wieder für Seefahrer. Ruhm bringt mir an der Stelle halt nichts. Ein Ruhmsieg wird hier wahrscheinlich nichts bringen. Oder gehe ich mal davon aus? Würde mich wundern. Zack. Sind jetzt mal wieder unterwegs hier? Na, Raubzug starten. Fantastisch. Sind immer noch nicht geheilt alle. Das gefällt mir nicht. Festmahl will ich gar nicht nochmal. Eigentlich nicht. Da bekommen wir Ruhm, okay. Wölfe sind... sind da Wölfe drauf? Ich sehe keinen, aber wahrscheinlich, wenn... also wenn es da steht, dann wird es wohl stimmen. Habe ich stark die Vermutung. So. Moment, will ich gar nicht noch einen Angriff wagen, wenn nicht alle mal geheilt sind hier. 100 Lebenspunkte, es ist okay. Ich kann die schon zerlegen. Ist nicht so, dass es unmachbar wäre. Man hat mich informiert, dass unsere Siedlungen in ganz Nordgard um Hilfe und uns Hilfe und Vorrat geschickt haben. Ah, bekomme ich jetzt noch mehr Leute einfach. Ah, Vorräte? Was heißt denn Vorräte? Was heißt denn jetzt Vorräte? Muss ich jetzt was machen mit? Oder habe ich jetzt einen ganzen Batzen Gold bekommen oder was war das? Mal gucken, was passiert. Einheiten, okay. 7. Ich frage mich, ob das mehr als 7 werden können. Wenn man wenig verliert, ob das dann entsprechend ganz, ganz viele werden. Das wäre mal interessant fast. Dass man dann ganz lange sammeln würde. Aber ich greife mal wieder an. Das Tor kann ich halt nicht angreifen. Ja, doch, die halten eine Menge aus. Die haben halt viel Verteidigung, sehr viel Verteidigung. Wirklich viel Verteidigung. Aber das geht, das geht, das geht. Der Eisbär oder das hier, der Panzerbär lässt ein bisschen nach, aber es geht. Wo ist Tübi? Tübi geht's gut, fantastisch. Ist das Tor jetzt aus, offiziell? Ich besiedle das mal, ne?
Vielleicht kann ich das Tor unter meine Kontrolle bringen. Könnte ich hier um einfach hochreisen. Wehklagen des Gjallarhorns. Tja, soll das mal ein bisschen wehklagen hier. Soll es das machen, ne? Solange es das leise tut, kann es das gerne machen. Will ich mal nicht im Weg stehen. Überwinterung. Eure gesunden Clanmitglieder, die sich mit euren Hoheitsgebieten aufhalten, werden über den Winter geheilt. Das ist auch nett. Beschleunigungswachstum, hier Bevölkerungswachstum, natürlich. Oder ich hätte Waffenspiel machen müssen. Das hätte gerade sehr viel mehr gebracht, glaube ich. Tja, Pech. Haben wir den Salat. Wo auch immer der Salat jetzt herkommt. Und ich brauche noch immer Nahrung. Ich weiß gar nicht, warum das gerade mal so ein bisschen schleppender läuft. Das gefällt mir nicht. Das habe ich voll, das habe ich voll. Hier gibt es keine Nahrung. Da gibt es auch keine Nahrung, da gibt es nur Holz. Der hat nichts zu tun. Der Heiler hat nichts zu tun, na geil. Weil die alle außerhalb des Gebiets sind hier. Der arme Holzfäller hier. So, machst du kaputt. Aber schön, dass du wenigstens brennen. Das ist schon mal der Vorteil. So. Silo, ne? Ich hau da mal ein Silo hin. Das kann nicht ganz verkehrt sein. Okay. Okay, das ist jetzt der Angriff, der angemeldet wurde. Okay, alles klar. Ja, ist okay. Kann man machen. Ich habe nur keinen Speer mehr. Stell ich aber fest. Deswegen, das Gebiet da oben kann ich mir gar nicht angucken. Selber Ahoi. Ha. Huh. Was? Oh nein. Geht das schon wieder los hier? Alles gleich tot. Wunderbar. Weil irgendjemand ist ja gestorben. Das, was nicht so wahnsinnig geil ist. Weil wenn ich möchte eigentlich meine Leute behalten hier. Das, Bifrost, ne? Hat so ein bisschen Schwächen hier. Weil die Typen an sich echt nicht so wahnsinnig schlimm waren. Muss hier nur irgendwie hochkommen jetzt. Es könnte durchaus schlimmer sein. Der Heiler hatte immer noch nur eine Person, oder? Ne, der hat doch eine. Huh. Machen wir eine zweite ran, auch wenn ich das eigentlich brauche gerade als Nahrung. Vor allem vom Winter. Hehe. Das wird ein bisschen blöd. Das wird ein bisschen sehr blöd. Aber der Fischer hat auch nur eine Person drin. Huh. Den kann ich auch aufwerten hier. Huh. Wobei ich da lieber den... Will ich den Bauernhof oder will ich das hier aufwerten? Noch mehr Zufriedenheit. Wobei es jetzt nur zwei sind. Kann ja der Panzerbär oder Schildmaid in einem Gebiet erhöhen die örtliche Produktion 15%. Ach komm. Das wäre natürlich praktisch, ne? Hm. Ist das Wettrefronier? Was ist das denn? Fronier? Seine Sinne müssen durch Gjallarhorn getrübt worden sein. Das arme Ding ist zu Boden gestürzt. Ist das ein Greifenvieh oder was ist das? Na, so ein Adler halt, ne? Greifenvieh. Immer wieder sehr, sehr freundlich. So, hauen Sie mal kaputt hier. Die ganzen Wölfchen. Die machen ja nichts. Hoho, Sieg, jojo. Ach, ich brauche nur Nahrung. Ich will nicht die ganzen Schafe hier plündern. Für die Nahrung. Minus 5. Ah. Das mit der Brauerei war halt echt nicht die beste Idee. Beinahe halt auch nur einer drin war, ne? Von daher, ich kann dann halt noch eine ganze Menge mehr rauslutschen hier. An Zufriedenheit. 6 Zufriedenheit, wow. Wenn ich das hier noch einnehme, hätte ich da auch noch mehr Fische, ne? Mal so gesehen. Das ginge natürlich. Aber müsste ich noch ein Schaf opfern. Das eine kostet 140, dann müsste ich mit den letzten 40 noch den Winter auskommen. Ach, das wäre blöd. Oder zumindest nicht gut. Vielleicht brauche ich doch nochmal so einen Handels... So einen Marktplatz hier. Machen wir das. So. Wobei das blöd ist, den wegzunehmen, weil er dann noch weniger Nahrung sammeln kann. Ja. Bessere Häuser wollen es auch. Meine Güte. Ja, kriegen sie bessere Häuser.
19 Tage, bis der nächste kommt. Alles klar. Okay, Steine sind, werden erkennbar weniger, was blöd ist. Fischerhütten nehmen jetzt einen zusätzlichen Fischer auf und erhöhen ihre Produktion 20%. Machen wir das, Harpunen. Ja, ich habe noch immer nicht das Militär erhöht, aber vielleicht geht's so ja auch. Fischer habe ich bisher einen nur. Was? Ich bin schwer enttäuscht. Da geht noch ein zweiter dann. Es ist echt nur einer bisher. Huh. Jetzt geht's aber in der Nahrung wieder. Wo ist der eigentlich? Da ist noch so ein Tor. Mist. Mist. Das ist doof. Aber ich habe auch vollkommen ignoriert, dass ich hier auch noch einen Jäger bauen kann. Ich bin auch geil. Jagdhütte. Hier ist doch Jagdvieh. Warum grabbel ich das nicht ab? Was bin ich denn schlau hier? Eine echte Kompetenzperson. Die alle haben nichts zu tun. Krieg ich noch mehr Zeug? Na, was gibt's denn? Aber abholen kann ich das nicht, oder? Ne, das hat mit abholen nichts zu tun, oder? Nein. Also glaube ich sehr stark nicht. Dann hätte ich mir ein anderes Symbol noch erhofft. So. Jagdhütte. Ja, so ganz knapp kann ich die bauen. Das war auch schlau, das echt nicht beachtet zu haben hier. Okay, das Ding ist leer. Die Steine sind jetzt bei 5. Das heißt, ich könnte noch ein Haus aufwerten. Ja, schön. Habe ich begrenzt viel von. Oder ich warte auf andere Steine, die ich hier oben hoffentlich herbekomme. Junge Gebieter, wir haben Hilfe und Vorräte von unseren Kameraden aus Norsgard erhalten. Das ist total schön. Norsgard vor allem. Okay, das war eine Menge an Nahrung hier. Hast du wieder was? Nein. Okay. Nahrung passt. So, bam. Schickst jemanden rein. Passt auch. Ahoi. Ja, so gut. Läuft. Plötzlich Nahrung, ne? Neues Jahr. Bald kommt wieder eine Runde Leute. Oder? Warte mal. Speedforce und euch selbst gegen den Feuerriesen zu verteidigen, ja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Na klar, kriegen wir das hin. Na logo. Kann ich jetzt bitte hier noch einen Stein hochbauen? So. Das lohnt sich wenigstens. Das sind 120, 100, 102 Steine. Fast. Zumindest viele. Einigen wir uns auf viele. Gefühlt würde ich auch gerne noch jemanden zweiten mit hinschicken. Ah, es könnte schwierig werden. Und wo will ich denn jetzt nochmal alles freikloppen? An sich wäre das hier schön, aber das Gebiet einnehmen wird ein bisschen teuer. Das könnte ich jetzt einnehmen. Und ich mache das sogar. Machen wir das. Wo ist mein Speer jetzt schon wieder? Jetzt guckt er da oben auch noch. Ach Gottchen. Ha. Huh. Na gut. Fischer. Das Gebiet wollte ich jetzt in erster Linie wegen des Fischerhauses haben hier. Und da oben ist natürlich auch das Vieh, ne? Von daher, puh. Ich bin mal gespannt, was das kann. Der fettere Vollnier wurde verletzt. Wenn er geheilt ist, wird er einige Gebiete für euren Clan auskundschaften. Gebiete auskundschaften. Ihr erhaltet außerdem 100 Wissen. Aha. Aber der kämpft nicht für mich. Schade. Das hätte ich praktisch gefunden. Wenn er einfach dann alles irgendwie niedermähen könnte aus der Luft. Ja, es ist ein Greifvogel, ne? Hätte mal Menschen, ein paar Menschen oder ein paar Gegner durch die Gegend greifen können. Warum kann er denn dann nicht einfach hier hochfliegen? Den hier schnappen und ins Wasser schmeißen. Warum geht das nicht? Als ob das so kompliziert wäre. Meine Güte. Okay. Das gefällt mir nicht. Okay, es ist nur einer, der andere bleibt oben. Alles klar. Trotzdem ist es doof. Gefällt mir trotzdem nicht. Ich habe auch direkt jemanden verloren. Aber ich habe offiziell ein Limit von 0, ne? Also das ist nicht so, dass das zählen würde jetzt.
dass die jetzt hier wahnsinnig stören würden. Was ist das für einer? Jäger? Warum auch immer da ein Jäger unterwegs ist. Fischer. Fischerdorfbewohner. Schade, wie gesagt, dass man die Gastleute nicht gruppieren kann. Ist ein bisschen ungünstig. Jetzt werde ich nicht geheilt, weil meine Leute wieder geheilt werden. Okay, alles klar. Dass es tatsächlich von meinen Heilern hier gemacht wird. Ernsthaft? Och nee, ne? Wir dürfen sogar zwei Leute jetzt mal Steine sammeln. Machen wir das. Und ich muss jetzt mal hier kämpfen. Erhalte plus 1 Zufriedenheit pro Gebiet mit mindestens einem Militärlager. Das heißt, ich muss die dann verteilen. Das wäre ganz sinnvoll. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ah gut, die werden jetzt geheilt. Da fehlt so ein bisschen die Vernebelung. Ein ganz kleines bisschen. Und ich werde an dieser Stelle auch eine kleine Aufnahmepause machen. Von daher bis zum nächsten Mal hier bei Northgard. Adieu, tschüss.